Fender Haruka. Na dann mal auf. Der läuft mir jetzt hinterher oder was? Ich will nicht, dass er mir in der Backe klebt. Ja, Endgeschossko. Komm gut alleine klar. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Mann, bist ein glücklicher Kerl, Bruder. Glücklich in dem Sinne, dass du mir deine Kohle geben darfst. Was? Dein Ernst? Bitte. Entschuldigt, ich werde dir deine Nüsse purieren. Manchmal muss die Werbetafel halt herhalten, ne? Ah, schön Trinken durchschütteln. Ich habe nur das, bitte vergib mir. Bla, Torenschirm. Und tschüss. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Das ist richtig uncool. Hab ich irgendeine Idee? Das sind diese Sondermissionen, ne? Ja, okay. Okay, Mann. SMS schreiben. Was haben wir denn hier so noch? Sie ist ein SMS-Junkie. Was? Sieh an! Du streifst hier rum mit deinem gesenkten Extremarschgesicht. Und so werde ich dich okay K.O. schlagen? Okay. Try so. Retter, versuch's nur! Komm ran hier! Auf Meter. Dann gebe ich dir voll ins Gesicht. Jatsch. Gibt's ja noch einen kleinen.
Jedoch, mit meinen Schlangenlederstiefeln in dein Gesicht. Oder ist es echt, vielleicht Krokodilleder? Nee, eigentlich sieht es nach Schlangenleder aus. Dass ich die doch aus dem Knast mitgekriegt habe. Entschuldigung, ja, schlag mich nicht mehr. 10.000 Yen. Ordentliche Summe, würde ich sagen. Wo soll ich denn nach der suchen? Ey, warte. Was? Was? Jo, ich würde jetzt halt... die ganze Zeit mit Shit beworfen. Der Michel Yakuza, ich sag's euch. Der einzige Fall, wo mir was einfällt, ich müsste eigentlich irgendwo hin, wo ich Informationen kriege. Und das einzige, was mir gerade einfällt, ist das Purgatory. Da ist was drin in dem Dings. Ja, okay. Ja, ich war gerade am Zuhauen. Boah. Tschüss. Ich will irgendwas haben, womit ich auf den einschlagen kann. KI ist hier echt Fehl am Platze bei Dings. Ich sag's euch! Ich trinke jetzt erstmal einen Schluck. Ja, jetzt geht's meiner Kehle schon viel besser. Und ich kann weitermachen. Tut mir ja leid. Bla bla bla. 5000 Yen. 3000 Yen von mir aus. Wo könnte sie denn hingekommen sein? Das ist eine gute Frage. Wie sehen nach Schläger aus? Arg. Tut weh. Ist sehr weh. Habe ich ihn umgerannt? Ja, ich habe ihn umgerannt. Okay. Hier schon wieder. Er hat mir das Rückgrat gebrochen. Das ist gebrochen. Was? Hey, du Arschloch. Du bezahlst jetzt besser Schmerzensgeld. Wie dem auch sei, ich bin hier raus. Bleib stehen, Scheißkerl. Du hast meinem Freund ziemlich böse verletzt. Und denkst, du kannst einfach so abhauen. Ich werde dich in Ruhe lassen, wenn du mir 30.000 Yen gibst. Neulich haben wir verloren. Weil wir nicht auf der Hut waren. Aber heute wirst du dafür bezahlen. Kommt nicht in Frage. Es ist vollkommen unmöglich, dass ich euch was zahle. Du willst wirklich sterben, oder? Dieses Mal wirst du sterben. Dafür kann aber ziemlich gut stehen, der Typ. Schläger. Hugh Clive. Bitch. Gib dir gleich Hugh Clive, Alter. Mit einem binnenden Golfschläger. Boom, boom. So. Jau! Nochmal so einen Baseballschläger nehmen. Mist, ich wollte noch mal den Dings testen. Egal. Dann sind ja die Random Fights ja schlimmer. 30.000 Yen, mein Arsch blutet wohl.
Jetzt will ich von euch 10 bis 20 sehen. Was denn los? Seid ihr schon fertig? Ich glaube, es stimmt, was man so sagt. Kämpfen zahlt sich nicht aus. Er hat recht. Ich stimme ihm definitiv zu. Hä? Wow. Mein Rücken geht schon viel besser. Lass uns abhauen. Du bist ein echtes Weichei, Mann. Also, wir werden uns dann verabschieden. Ja, ha, ha. Ja, du hast 500 Erfahrungspunkte gewonnen. Achso, das ist eine Pause. Ich wollte ins Menü. Ja, ha, ha. Power Up. Was sagt ein Power Up? Sagt 17.000. Ich will natürlich erstmal Tai hochballern, Alter. Was geht ab, Alter? Dropkick! Dropkick! Provokationsstufe 2 ist auch nichts Besonderes. Aber Dings sieht nach ordentlichen Stress aus. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Darum gehen wir mal ich gehe jetzt echt zum Purgatory, bevor ich mich in der Tittenbar setzen muss noch. Wobei ich Bock drauf hätte, mich in der Tittenbar zu setzen. Das wäre jetzt richtig der Deal. Was willst du denn? Ja, dunkle Gestalten wie die, Alter. Straßengangster. Wenn mir die Yakuzas nicht auf den Sack gehen, dann gehen mir diese Wannabe-Schläge auf den Sack. Ich habe irgendwie Besseres zu tun, als die ganze Zeit irgendwelche Schläge zu tun. Auch gut! Auch mal was Neues, dass ich mit Waffe starte. Das ist einer meiner absoluten besten Moves, die ich glaube ich habe. Dass ich trete dir in ein hässliches Gesicht. Bam! Das waren deine Magenkuhnüsse, Gesichtselfmeter und sonstige Muskeln, die du haben könntest, sind einfach verpufft in dieser massigen Schlagkraft, die durch meinen Arm fließt, direkt in dein Gesicht rein. Oder so. Oh Mann, ey, ich hab Spaß. Wo bist du denn? Kann man sich hier drüben, was man so, ist doch eine tolle Bar. Ja, genau. Scheiß auf Souvel. Ich glaube, ich gehe Purgatory. Ich meine, 10.000 fucking Kameras. Oh, eine SMS. Können wir mit dir reden? Na, erstmal durch die Gegend schubsen. Und hier das Purgatory jetzt. Ich komme wahrscheinlich gar nicht rein, oder was? Ich gehe jetzt mal rein. Purgatory zu kommen. Och, ernsthaft. Bla bla bla. Fick dich weg. Haben wir nicht alle 5 Minuten irgendwelche Schläger verprügelt, ne? In Teil 2 habe ich gehört, soll es so ein Upgrade geben, dass du leise Seelen hast. Leise Sohlen hast. Um mehr Schläge zu. Also mehr Fights zu verhindern. Aber ist ja auch okay, man. Da wird ja auch auf. Wenn das Aufladen nicht immer so eine Ladezeit hätte. Also, echt. Das dauert ein bisschen.
Ich hoffe, das werden sie in späteren Teilen auch schaffen.